Extra teurer Weiße muss unbedingt in den Weinkübel. Eis kühlt garantiert. Ups, die Schwiegereltern sind schon da. Ein Gläschen zur Begrüßung, nur wohin mit diesem nasskalten Kübel? Eiswasser auf der Bluse. Oh, peinlich. Zu kalt? Oh, dieser Weinkübel. Beim Nachschenken endlich das prunkvolle Etikett präsentieren. Aber wo ist das geblieben? Ja, geht denn hier alles schief? Die Rettung naht mit Edmund Becker und seiner Erfindung, dem Weinzepter, das die Flasche von innen kühlt. Dessen Geschichte begann vor 14 Jahren an der Côte d'Azur. Dort führte Edmund Becker ein Gourmet-Restaurant mit edlen Weinen. Also die Probleme der Festtagstafel, die kenne ich zu Genüge als Restaurantchef. Und das sind kleine Probleme, diese Matscherei. Aber was mich am meisten ärgert, dass der Wein im Eiskübel seinen kompletten Geschmack verliert. Wie kann das passieren? Weinkeller, Klima- und Temperierschränke sorgen für die ideale Lager- und Trinktemperatur. Was aber geschieht, wenn 3/4 Liter wohltemperierter Wein in mehr als doppelt so viel Eis gestellt werden? Das ist sehr, sehr schade. Der Wein wurde ja mit viel Sorgfalt vorgekühlt, in dem Weinkühlschrank zum Beispiel. Und dann geht er in dem Eiskübel bis auf 3 Grad runter. Das ist der absolute Wahnsinn. Und da habe ich mir was einfallen lassen. Nicht als Koch, sondern als Heimwerker beim Rohre verlegen. So ein Rohr passt in eine Weinflasche. Könnte der Wein von innen gekühlt werden? Nicht mit einem Rohr aus Plaste, aus Edelstahl musste es sein, na klar. In Edelstahlfässern lagern moderne Winzer ihre Weine. Dieses Material ist also bestens geeignet. Der Stab wurde mit Kühlgel gefüllt und dieses darin sicher verschlossen. Ein Lebensmittellabor zertifizierte die Erfindung für den Einsatz im Nahrungsmittelbereich. Vor dem Gebrauch sollte das Weinzepter etwa 1,5 Stunden in einem 3-Sterne-Gefrierfach liegen. Nun kann die vorgekühlte Flasche geöffnet und der erste Schluck ins Glas gegossen werden. Damit ist Platz in der Flasche für das aus der Schutzhülle entnommene Zepter. Vier Gummiringe schließen unterschiedlich breite Flaschenhälse ab. Zum Ausgießen wird der Verschluss zur Seite gedreht. Durch Öffnungen am Zepterhals fließt der Wein. Der Verschluss lässt sich individuell gestalten. Und hält das Weinzepter, was sein Erfinder verspricht? Wir testen es bei Zimmertemperatur mit einem auf 7,6 Grad gekühlten Wein. 45 Minuten später dieselbe Flasche, ein zweites Glas. Der Wein hat sich lediglich um ein knappes Grad erwärmt. Perfekt! Beim nächsten Familienessen wird es keine Weinpannen mehr geben. Ein Feiertagsstressfaktor weniger. Nach einem 12-stündigen Arbeitstag sind die Mozzarella-Kugeln